Eisen vom Kölner Eisen. Die Kölner Eisen einfach ein Top-Team und heute nicht. Die Arena kennt sie ja ohnehin schon, spätestens auch seit der Eishockey-WM 2010. Fühlt sich wahrscheinlich schnell heimisch hier. Auf jeden Fall, ich habe schon gute Erinnerungen von dieser Halle und ich hoffe, da kommen jetzt mehr dazu. Und einige bekannte Gesichter gibt es auch schon in der Kabine? Ja klar, durch die Nationalmannschaft kenne ich viele von den Jungs und mit Alex sozusagen schon zusammen in Buffalo gespielt. Apropos Buffalo, du hättest ja noch in der NHL spielen können, hast dich aber für Deutschland entschieden, wie kam das? Ja, in Boston wäre ich jetzt nur siebter Verteidiger gewesen und ich kann mich wieder spielen, Spaß in 30 Jahren und das will ich jetzt machen. Bist du definitiv bei uns genau richtig, das kann man so sagen. Corey Knüssel hat ja auch schon in der NHL gearbeitet, kennt ihr euch schon von ihm? Nein, wir haben uns heute mit der Best kennengelernt. Und schon die ersten Gespräche natürlich geführt? Ja, heute Mittag kurz, aber es ist ja Spieltag von morgen, wenn wir ein bisschen sprechen über das Ding. Und wann sehen wir dich das erste Mal auf dem Eis? Das ist natürlich das, was alle umtreibt. Freitag werde ich in Schwenningen spielen und dann am Sonntag wird es erst sein. Dann gleich mit dir an, also wird auf jeden Fall mal eine ziemlich heiße Partie gewesen, dass die alle schon darauf freuen. Dann gehen sie später zurück und auf die A57. Da hast du heute schon mal einen schönen Vorgeschmack bekommen. Ja, heute war, glaube ich, ja, ich glaube auch, ja, viele von uns haben heute definitiv für den Stau gestanden. Was fehlt im Spiel heute noch der Kölner Halle, außer natürlich einige Treffer? Ja, wir müssen einfach ein bisschen schließen, teilweise wir haben eine Luft übertragen und dann geht jetzt auch. Das hoffen wir auch. Und wir freuen uns natürlich auf Spiel von Sonntag, dich hier zu sehen. Vielen Dank.